Wir hatten den Auftrag, Wiedervereinigung zu erwähnen und sozusagen immer in Aussicht zu stellen, was natürlich in den 80er Jahren und den 70er, 80er Jahren, also wirklich, wer hat denn da schon dran gedacht? Es gab keinen Plan A, es gab keinen Plan B für eine Wiedervereinigung und wir sollten ununterbrochen darüber erzählen. Und wenn ich dann sagte, also wissen Sie, ich sehe das nicht heute und sehe das auch nicht morgen, dann könnte es schon mal Ärger geben. Ne? Was mussten Sie denn noch erzählen da? Wir hatten eine ganze Palette von Themen, die da gefragt wurden, die angegeben wurden. Zum Beispiel gab es da Gruppen, die wollten gerne etwas hören über die Nationale Volksarmee, also über das Militär. Da habe ich doch keine Ahnung davon, habe ich immer einem Kollegen gegeben, der war auch dann bei der Bundeswehr irgendwo integriert in Westdeutschland. Hier hatten wir sie ja nicht, aber der hat das dann immer für mich gemacht. Also da hatte ich nicht das geringste Interesse, mich in militärische Fragen einzuarbeiten. Und andere Themen? Bildung war am meisten gefragt. Bildung war am meisten gefragt, weil das sich doch unterschied, also eine Einheitsschule unterschied sich natürlich von dem dreistufigen Bildungssystem, das wir hatten, auch in Berlin und auch in Westdeutschland. Ja, und das war schon interessant genug. Und dann natürlich diese Pflichten, ne? Arbeitspflicht, Berufsbildungspflicht, also die Pflichten, die wir ja nicht in dem Maße kannten. Und das war schon, nein, das wollen wir nicht, um Gottes Willen. Also ne, wir wollen entscheiden, das war so in den westlich aufgewachsenen Menschen, sozialisierten Menschen war das drin. Wir entscheiden doch, bitteschön, und nicht der Staat sagt, also da brauchen wir noch. Das gab dann, also das wird eigentlich immer moniert an diesem System. Ansonsten, naja, nun konnten die sich nicht so gut da reinversetzen. Wir hatten allerdings auch Filme, die wir Mitschnitte aus dem DDR-Fernsehen darüber, und darüber ließ sich gut diskutieren. Ja, weil das DDR-Fernsehen war natürlich gelenkt und dann saßen dann die Westdeutschen, vor allem Schüler, also bei Ausländern war das was anderes, saßen dann da und sagten immer, nee. Irgendwo, das meiste hat ihnen nicht gefallen, ne? Vor allem Berufsausbildungspflicht, also das gibt's doch gar nicht, ne?